Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu Far Cry 5 hier auf meinem Kanal. Ich darf euch recht herzlich begrüßen, alle meine Abonnenten und vielleicht auch den einen oder anderen neuen Zuseher, der sich hier auf meinem Kanal verirrt hat. Ja, wir werden auch sofort loslegen. Ich habe mir natürlich die Gold Edition zugelegt auf MMOGA. Für alles Info, die es wissen wollen, knapp über 70 Euro. Das komplette Programm hier bei Far Cry 5 natürlich. Jo, ich würde sagen, wir werden auch sofort loslegen und ich werde mich dann melden, ja, wenn es dann soweit ist. Wir werden jetzt mal den Prolog, den Anfang jetzt einmal komplett reinziehen. Da werde ich jetzt mal ruhig sein. Und ja, da legen wir los. Ich weiß ja nicht, ob ich heute ein oder zwei Parts bringe. Am Abend könnte es durchaus passieren, dass ich um 10 Uhr einen Livestream bringe. Deswegen an alle, die vielleicht noch nicht meinen Kanal abonniert haben, werden die meisten wahrscheinlich eh die zuschauen. Unbedingt abonnieren und dann die Glocke aktivieren, wenn ihr da live dabei sein wollt heute beim Livestream und auch bei ja, zukünftigen Livestreams. Und natürlich würde ich mich dann am Ende, wenn es euch gefallen hat, auch über ein Däumchen nach oben natürlich freuen. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn von euch. Danke gleich einmal im Vorhinein. Da würde ich sagen, neues Spiel. Ich spiele abwechselnd mit Maus und Tastatur. Ich spiele generell am PC. Maustastatur und mit meinem Xbox 360er Controller. Das nur mal so als kleine Eckdaten, dass alle mal hier Bescheid wisst. Ja, fortsetzen tun wir nicht. Wir gehen auf neues Spiel. Das war nur mein Soundcheck, den ich hier gemacht habe. Und ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß. Wir hören uns dann, wenn das Spiel richtig losgeht. Danke fürs Einschalten. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, ich spiele einen männlichen Charakter. Montana, Big Sky Country, der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant, es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit, dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier, vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Genug, um den Plan zu ändern. Wir könnten einfach umkehren.
Soll ich denn einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph Seed, das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad, ich brauche Verbindung zur Leitstelle. Whitehorse an Leitstelle, over. Aaron, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise, versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen, over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Verstanden, over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Fred! Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys. So nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Brad, hab verstanden. Schick jeden Mann, wenn nötig, auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst! Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden? Flucki! Alles klar, Leute! Aufpassen! Los geht's! In der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Augen auf. Alles klar. Wir können uns das erste Mal selber bewegen, aber... Deswegen bin ich jetzt hier. Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts an. Alles in Ordnung. Vorher schaut schon mal nice aus. Ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Ja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Meine Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen, Marshall. Hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Hudson an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Mach einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Wird schon werden. Was kommt auf uns zu? Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben? Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, einen Augenblick, Marshall. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Scheiß drauf.
Joseph Seed! Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment! Nimm die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh! Treten Sie vor! Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkerl-Handschellen an. Ich glaube, jetzt sind wir dran. Gott wird das nicht zulassen. Ja, das werden wir noch sehen. Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. Gehen wir. Geh vor, wir bleiben rechts. Okay. Wir lassen das nicht zu. Nein. Bleib auf dem Pfad, Rookie. Ich befehle euch, zurückzutreten. Wow, hey, runter damit. Karachi, Waffe raus! Ab in den Heli! Zurück, los, zurück! Lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Bitte. Ich muss wissen, was da los ist.
Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Ja, Vater. Du seist gepriesen. Niemand kommt, um euch zu retten. Der Herr hat dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die, die Boten des Untergangs, werden die Wahrheit erkennen. Wir müssen raus. Lass die Ernte beginnen! Los, Leute. Boah, wir müssen laufen. LS. Aua. Lauf doch. Da ist ein Feuer. Los, 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 los. Laufen, laufen, laufen. Wir müssen abhauen. Gibt es da irgendwas? Nein, wir laufen einfach mal weiter. Da links ist was. Da ist eine Hütte. Da sind aber welche. Okay. Wir können. Ah, das ist nice. Meine, wenn ich die Maus bewege, zeigt er mal an, was ich hier mit Maus und Tastatur drücken muss. Und wenn ich, sobald ich den Joypad bewege, alles klar. Perfekt. So, ich glaube, das war genau. A war niederhocken. C auf der Tastatur. Für alle, die es interessiert. Beziehungsweise Kreis bei der PS4. Ich habe ihn gefunden. Matthew, es ist schlimm. Das war ein Hinterhalt. Er ist tot. Wir müssen diese Sünder finden. Komm zum Sägewerk. Ich warte hier. Ich brauche hier Hilfe. Die Sünder können... So, zack, einmal den ersten hier erledigt. Und gleich eine Wumme mitgenommen. Aber noch keinen Schuss, oder wie? Ah, plündern können wir auch noch. Nice. Bewegen müssen wir nichts. Noch einmal Munition. Gleich nachladen. Perfekt. So, ich bewege mich hier mal alles, wenn es noch nicht so actionreich ist mit dem Joypad, aber ihr seht es meistens eh, was mit was ich mich hier bewege. Wo geht's hier hin? Schauen wir vielleicht danach. Ah. Ein Rohr. Alles klar. Ein Basie. Ja gut, im Zweifelsfall ist das Rohr vielleicht ein bisschen härter, aber ich schätze mal, im Spiel wird das jetzt nicht ganz so entscheidend sein. Ich nehme lieber den Basie, der ist mir sympathischer. Loot. Erste Lootbox, 10 Munition, nice. So, wie war das noch einmal mit dem Waffenrad? Ah, genau. Dann hier gewechselt. Ah, wir haben das Rohr auch mit, ja nice. Dann nur die Faust. Wir bleiben mal beim... Basie, beziehungsweise können wir hier wieder auf die Waffe wechseln. Mal schauen, wie das jetzt mit Maus und Tastatur so ausschaut. So, wir werden hier den ersten Part noch ein bisschen verlängern, sonst werden wir uns schauen, dass wir auf jeden Fall unter einer halben Stunde immer wieder bleiben. Bei Wünsche, Anregungen, wie auch immer, sag's mir ruhig Bescheid. Was die Zeit betrifft, aber grundsätzlich werde ich mich immer so an die 20, 25 Minuten grob halten, aber das wird wahrscheinlich nicht immer so funktionieren. So, wir wollten da nach runter schauen, haben wir gesagt, bevor wir wieder rausgehen, oder? Aua.
So. Schau mal hier raus. Was liegt hier? Hä? Wo liegt das? Egal, wir nehmen es mal. Achso, das ist nur ein Ast. Ja, den brauchen wir nicht. Hat irgendwie cooler ausgeschaut. Wie so ein Schwert oder so. Freunde. Und das berühmte... Das berühmte Far Cry Kletterseil. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? So, auf Q. Das ist jetzt das Menü, das Waffenrad vom PC im Prinzip. Okay, so funktioniert das. Und dann mit der Maus drehen, alles klar. So. Blöde Frage, wo müssen wir eigentlich hin? Ich glaube, von der Richtung sind wir gekommen, oder? Wo liegt denn der jetzt? So, Moment, hier liegt das. Hier ist er gekommen. Dann werden wir einfach mal hier weiterlaufen, würde ich sagen, in die Richtung grob. Uah! Gleich erst einmal die Füße gebrochen. Cool, super. Okay, da hinten sind wir. Schau mal kurz hier rauf, Freunde. Falls da draußen noch jemand ist. Falls noch jemand lebt. Klavier deine Spur! Gott hat ihn beschützt. So wie er uns beschützt. Solange wir dem Vater vertrauen. Kann ich schon mit irgendwas hier? Nein, ich habe noch kein Fernglas, dass ich ihn irgendwie hier markieren könnte. Das geht noch nicht. Schade, haben wir vielleicht einen Sniper und können dann runterschießen. Dem ist nicht so. So, wie werden wir uns von denen hier... Wie werden wir uns denen annähern? Ich glaube, wenn wir den als erster ausschalten, ist fast besser. Oh, Wahnsinn, das Feuer hier mit Rauch haben wir. Machen wir mal einen Takedown. Oh, busy. Zack! Bleiben wir mal hier ganz ruhig, ob da nicht noch wer ist vielleicht. Da kommt doch noch wer. Sag ich doch. Wir wissen, was mit dir zu tun ist. Oh. Achso, weil ich geduckt war, deswegen hat... Der hat mir doch eine mitgegeben dann. Plündern ist voll, okay. Alles klar. Gewehrmunition, obwohl wir da gar kein Gewehr haben. Macht aber nichts. So, eine kleine Runde. Ah, fuck. So, jetzt wollen wir gleich mal unsere erste Explosion sehen, oder? Obwohl, eigentlich nicht, denn wir wollen jetzt nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. So, wir wollen jetzt in die Richtung... Ah, da haben wir es ja schon. Sehr gut. Wir wechseln mal auf den Basie, dass wir auf leise sind. Und werden hier noch 24 Minuten. Ich würde sagen... Nee, dass ich hier den Bart so schnell wie möglich rausbringe, Freunde. Ich habe leider auch keine Ahnung, wo und wann ich hier speichern kann. Aber ich hoffe zumindest... Aha, da wo geht's da hin? Dass ich zumindest nach dem Prolog einmal gespeichert hätte, dann wäre das jetzt gar nicht so dramatisch. Ja, damit darf ich mich von meinem ersten Part her verabschieden und sagen danke fürs Zuschauen. Können wir jetzt schon das erste Auto nehmen, oder wie? Nein, oder? Nein, das ist natürlich noch nicht freigeschaltet, ist auch klar. Jo, danke fürs Zuschauen. Das war der erste Part hier. Far Cry 5. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen zweiten aufnehme. Das könnte aber durchaus passieren. Ich werde noch einen zweiten, so 20 Minuten kurz aufnehmen, dass wir gleich zwei Parts hier haben. Und am Abend, wenn alles klar geht, um gegen 22 Uhr, eine Stunde lang wahrscheinlich, dann ein Livestream, dass wir da auch im Livestream
gleich ein bisschen weiterkommen in der Story, denn die ganzen Leute, die hier schon das Spiel früher bekommen haben, die sind dann natürlich auch schon wieder weiter. Aber gut, das macht ja nichts. Wir spielen hier unsere Story. In der Open World ist dann eh im Prinzip, spielt dann eh ein bisschen so jeder seine eigene Variante des Spieles auch. Obwohl die Hauptstory geht natürlich für jeden gleich weiter, das ist auch klar. Trotzdem recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Das war's einmal mit dem ersten Part. Far Cry 5 hat schon mal geil angefangen. Was sagt ihr zu dem Spiel? Würde mich interessieren. Und im nächsten Part hier, den werde ich jetzt wohl noch aufnehmen, bevor ich dann höchstwahrscheinlich eben den Livestream mache. Mal schauen, was da drin passiert. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.